Und weil Dresden eine Stadt mit reicher musikalischer Tradition ist, wollen wir gleich eine weitere Variante des DDR-Rocktheaters vorstellen. Die Gruppe Zwei Wege gibt es seit 7 Jahren und wird als eine der eigenwilligsten Bands der DDR-Szene angekündigt. Jetzt geht's los! Eine gute Nacht mit euch allen hier im Saal. Die eine zu fordern, die andere zu qual. Es stellt sich hier auf dieser Bühne nun vor. Zwei Wege und der freiwillige Freizeitchor. So viele Dienstjahre und immer noch zu viert. Ja, das macht kauzig und klein, klein, klein kariert. Karriere machen und weiter nach oben steigen. Na, 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 wer hier steigt oder fällt, das wird sich bald noch zeigen. Showtime, Showtime. Mit ihrer Eingangsnummer Showtime führen die 4 ausgebildeten Sänger gleich aufs Glatteis. Wer glaubt, ein paar kauzige Spaßvögel vor sich zu haben, wird bald eines Besseren belehrt. Ihre Vielseitigkeit reicht vom einfachen A cappella-Gesang über Rock zur Blasmusik. Sie arrangieren altbekannte Titel um und drücken ihnen durch neue Texte den eigenen Stempel auf. Zum Teil durch Andeutungen, für die unsere Ohren noch viel sensibler werden müssen. Genug! Auch wenn hier jeder über jeden meckert, das meiste davon war ja nun doch alles wahr, wünschen wir allen, die heute Abend hier sind, dass sie sagen, wenn sie gehen, es war wunderbar. Schnitt! Zwei Wege. Das erste Mal in Frankfurt und das erste Mal in der Autofabrik und das nächste Woche. Mein Freund ist schon mächtig auf euch. Dann natürlich einen ganzen Abend mit voller Band und vollem Ballett. Und auch dabei sein werden dann der Hans. Der Wolfgang. Hallo. Der Rainer. Und ich bin der Tommy und jetzt geht's los. Dass Ost und West zwei Welten sind, zeigt sich bei solchen Gastspielen. Im Augenblick ist hier die Chance noch groß, vieles von dem zu erfahren, was die DDR in den letzten 40 Jahren geprägt hat, bevor sich Gruppen wie diese den westlichen Standards anpassen. Und ob sich die alten Krieger wirklich geschlagen geben, kommt auf uns alle an, hüben wie drüben. Das Rockkabarett Zwei Wege tritt am kommenden Donnerstag im Oktav in Gießen und am Freitag darauf in der Frankfurter Brotfabrik auf. Und jetzt Musik aus dem Bauch für Kopf und Herz mit der Dresdner Gruppe Zwei Wege, die innerhalb von 7 Jahren vom Geheimtipp zum Kassenmagneten avancierte. Amiga hat sie jetzt auch entdeckt, an der Grundkonzeption einer Langspielplatte wird gearbeitet. Winifred König, die Wege der Zwei Wege schon seit langem verfolgt, stellt Ihnen die 4 Musiker vor. Wenn Showtime ist bei den Jungs aus Dresden, sind diese 3 kaum noch zu sehen. Doch Bühnengestaltung, Licht und Ton für die Gruppe liegen in ihren Händen. Steht alles, kommen sie, die 4 Sänger, Markenzeichen der Zwei Wege seit 7 Jahren. Vollblutmusikanten, allesamt Könner auf mehreren Instrumenten, Hochschulabschluss im Fach Gesang. Leute, die immer für eine Überraschung gut sind. Ein Grund für ihre zunehmende Popularität. Jetzt geht's los! Eine
einen guten Abend euch allen hier im Saal. Dem einen zur Freude, dem anderen zur Qual. Es stellt sich hier auf dieser Bühne nun vor. Zwei Wege und der freiwillige Freizeitchor. So viele Dienstjahre und immer noch zu viert. Zwei, drei, vier. Das macht kauzig und klein, klein, klein kariert. Karriere machen und weiter nach oben steigen. Ach, na, 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 wer hier steigt oder fällt, das wird sich bald noch zeigen. Showtime, Showtime, jetzt ist Showtime, jetzt ist Showtime, Showtime. Tommy, zwei Wege, euer Bandname seit 7 Jahren, also praktisch von Anfang an. Für mich ist es relativ schwer zu erklären, was hinter diesem Namen steht. Es ist also eine unheimlich vielseitige Mischung aus verschiedenen Stilelementen. Vielleicht kannst du mal selber kurz sagen, was eigentlich für euch hinter diesem Namen steht, zwei Wege. Es ist schwer, zwei Wege in einer der üblichen Schubladen zu stecken. Wie du eben schon sagtest, es ist sehr vielseitig, was da auf der Bühne passiert. Es beginnt bei einfachen A Cappella-Satzgesang, geht über durchaus Rock-Instrumentarium bis hin zur Blasmusik-Imitation. Kritiker sagten irgendwann mal oder verglichen uns mit der ersten allgemeinen Verunsicherung oder mit den Flying Pickets. Aber ich finde, zwei Wege ist halt zwei Wege. Hans beginnt am Drums. Eigenständige Bearbeitungen von Rockklassikern wechseln mit dem kauzigen Freizeitchor, mit dem die Gruppe komische und ironische Töne anschlägt. Die meisten Texte schreiben sich die vier selbst. Dominierend, oft a cappella und immer live und perfekt, der Gesang. Das macht ihnen in unserer Rockszene so leicht keiner nach. Wolle, an welches Publikum wendet ihr euch eigentlich so vorrangig? Wir versuchen, ein Publikum zu erreichen, was in der Regel heutzutage, der Meinung sind wir, von den üblichen Rockproduktionen, speziell auch des Inlandes, verlassen worden ist. Also das heißt, normales Diskothekenpublikum, die wir versuchen, mit erstmal trivial wirkenden Mitteln aufzuschließen, das heißt Humor. Und dann führen wir so langsam zu unserem eigentlichen Kern des Programmes. Das ist dann speziell der Titel Angst. Ich habe Angst vor der Angst. Die Biografie der Angst. Diesem Titel, von der Gruppe als Optimalvariante bezeichnet, liegt ein Gedicht des Schweizer Autors Walter Vogt zugrunde. Von hier bis beispielsweise zur Verulkung des Heavy Metal ein riesiger inhaltlicher und formaler Bogen, unter dem natürlich ein sehr breites, verschiedenartig interessiertes Publikum Platz findet. Bei alle eine Maske tragen, verstelle ich mich, ich bin übertrieben höflich, ich fange an die Leute zu unterhalten. Komm auch ich langsam in den Genuss der Ungerechtigkeiten dieser Welt. Die anderen haben Angst vor mir. Dazu, was der Wolle sagte, noch vielleicht ein wichtiger Aspekt. Wir geben uns sehr viel Mühe, in den Konzerten mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Das heißt, von der Bühne zum Saal mit ihnen zu reden über unsere Mittel, das heißt über die Lieder, über die Musik, die wir machen. Und wollen eigentlich damit erreichen, dass die Leute von dem, was sie täglich so in ihrem Alltag umgibt, ein bisschen entkrampft werden. Was man eigentlich auf den Heimweg und auch vielleicht für den nächsten Arbeitstag einen ganzen Sack voll guten Erfahrungen, Empfindungen und auch vielleicht Gedanken mit nach Hause nimmt. So, das ist eigentlich so die grobe Konzeption, würde ich sagen. Was uns vielleicht auch unterscheidet von vielen anderen, die in unserer Branche, in unserem Genre arbeiten. Zwei Wege, das heißt bei uns auch optische Mittel und akustische Mittel. Also wir wollen die Zuschauer auf diesen zwei Wegen erreichen und versuchen dabei, dass sich diese optischen Mittel überhaupt nichts verselbstständigt, sondern dass es alles in dem Dienst steht, an die Leute ranzukommen. Was man auf der Bühne sieht, ist das eine, aber vieles geschieht hinter verschlossenen Türen. Wir haben uns ein Studio ausgebaut
mit viel Mühe und sind dann nur froh, da drin arbeiten zu können. Ja. Da sind wir autonom, da sind wir selbstständig, da sind wir unabhängig und können dort natürlich auch mit vielen digitalen Mitteln arbeiten, also Stand der heutigen Technik, Musikcomputer und so weiter und können dort viel experimentieren, auch mit Stimmen. Noch eine letzte Frage, Tommy, vielleicht an dich. Ihr habt ja das verflixte siebte Jahr, das macht ihr ja gerade durch. Wie geht's denn dann eigentlich weiter? Normalerweise ist das siebte Jahr das gefährlichste Jahr. Wenn wir das siebte Jahr, das siebte Krisenjahr überstanden haben, geht's gewiss weiter. Wie geht's weiter? Wir haben geplant, dieses Jahr noch zu Ende zu spielen mit dem Programm, das jetzt läuft. Anfang des nächsten Jahres werden wir uns für 2 Monate zurückziehen in unserem Proberaum und dort an einem neuen Programm arbeiten, an einer neuen Bühnenpräsentation. Jetzt wird allerdings schon in der Hinsicht vorausgedacht und gesammelt. Aber jetzt hört ihr alles auf mein Kommando! Links, 2, 3, 4! Das war's vom Freiwilligen Freizeitorchester. Wenn Sie zu Hause in Ihrem Selbstkasten noch etwas Platz haben. Bitte schön, Sie können uns mitnehmen. We gonna rock it in the road. Show bis zur Erschöpfung.